Gut, dann will ich doch mal ganz offiziell hier in die Runde ein herzliches Hallo sagen zu unserem heutigen Live-Event, den wir ja jetzt zum dritten Mal angesetzt haben und zum zweiten Mal durchführen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute unseren Gast Christoph haben. Dazu gleich mehr. Heute, wie gesagt, JFD Live-Event. Das heißt, ihr könnt euch hier entspannt zurücklehnen und von wo auch immer ihr dazugeschaltet seid, dem Markt, den Gegebenheiten oder speziell dem heutigen Thema eben rund um regelbasierende Strategien und algorithmischen Programmierung, es euch gut gehen lassen sozusagen. Und da freue ich mich auf jeden Fall, dass wir heute hier als JFD eben auch einen unserer Partner wieder gewinnen konnten, um im Rahmen, ja, dieses Live-Events, dieses doch auch oder dieser anderen Art der Kommunikation mit euch da im Kontext, ja, aufzutreten. Und ihr wisst es, sonst wäre er gar nicht zu uns gekommen durch den einen oder anderen Post, Hinweis, Mailer oder was auch immer, seid ihr da auf unser Event gestoßen, das dann nämlich heute hier beginnt mit dem regelnbasierenden Einsatz. Und ich freue mich ganz herzlich, den Christoph zu begrüßen, dessen Bild hier gerade rausgeschossen ist aus dem HTML-Base. Aber wir wissen alle, wer Christoph ist. Im Mailer ist er auch zu sehen. Wir haben da nämlich noch einen schönen Mailer ge gebastelt. Also ich sage jetzt erstmal herzlich willkommen an alle und auch nochmal speziell an Christoph. Vielen Dank, Christian. Yes. Ja, auch herzlich willkommen zum Webinar auch meinerseits. Vielen Dank, dass Sie aktiv teilnehmen. Das ist spitze, dass Sie Zeit sich genommen haben, um hier zuzuschalten. Ich bin es gewohnt, dass mit, also ich bin zwar noch nicht steinalt, aber irgendwie bin ich es halt gewohnt, mit Sie zu umzugehen, weil ich aus meiner Bankzeit mit Kunden und so weiter immer im Sie-Modus war, und ich habe es irgendwie noch nicht geschafft, auch nach 9 Jahren Selbstständigkeit das auf Du umzustellen. Also deswegen bleibe ich mal generell einfach beim Sie. Das läuft mir ein bisschen einfacher von den Lippen. Sehr stark, sehr stark. Herr Inslin, an dieser Stelle seien Sie begrüßt, aber sehr starkes Opening habe ich sozusagen jetzt auch noch nicht wahrgenommen, aber du hast wohl recht, das stimmt. Jetzt, wo ich mich daran erinnere, du hast da häufiger die Sieht-Geschichte. Aber auf jeden Fall erstmal vielen Dank, fein, fein. Wie gesagt, der Raum füllt sich weiter. Ich bin auch außerordentlich erfreut, wie groß die Nachfrage nach diesem Live-Event ist. Christoph, das zeigt uns auch, dass das Thema A vielen im Gedächtnis liegt, beziehungsweise im Hirn, um sozusagen dann auch Aufklärung zu erfahren. Und wie gesagt, Live-Event heißt ja, wir schauen uns das heute auch ganz live an. Und liebe Leute, ich werde euch hier nicht ewig zuquatschen, sondern ich werde den Bildschirm gleich rübergeben. Aber eben im Rahmen von Trading sei der Hinweis gestattet, liebe Leute, wir gerade jetzt mit dem Sie, das ist eine Steilvorlage, Christoph, wir haben uns nicht abgesprochen. Aber wir als JFD Bank, was ja auch Bank im Sinne einer Bank zu verstehen ist, obgleich wir noch nur eine Wertpapierhandelsbank sind, aber BaFin lizenziert, und wir sind im Rahmen einer Investmentrevolution am Start. Also, liebe Leute, was soll das heißen? Es wird hier noch vieles kommen, dieses Jahr, in den nächsten Jahren. Was wir haben, ist eben auch insbesondere der kostenfreie Aktienhandel. Und da geht es nicht um CFDs, sondern um echte Dividendentitel. Schaut euch das an. Kryptos bei uns auch. Multi-Asset aus einer Plattform. Aktuell 1500 Instrumente. Ihr seht das in neuen Anlageklassen aus einer Handelsplattform umsetzbar. Und das wird auch noch mehr werden. Überdies noch viele andere Sachen neben Investmentbanking. JFD Invest. Auch da haben wir noch eine gemeinsame Kooperation laufen. Ich und der Christoph, beziehungsweise, sorry, Mr. Enslin. Nein, Spaß beiseite. An der Stelle, wie gesagt, schaut mal, wer uns noch nicht kennt, auf der Website um. JFD hat hier einen Straightaway eingelegt und es geht auch weiter voran. Und eben auch solche Leute wie du, Christoph, ich bleibe beim Duzen ganz spontan, sind hier willkommen, und wir als Bank sehen uns auch nicht ganz so steif mit Schlips, Krawatte hochgebunden, sondern wir wollen da wirklich auch neue Wege gehen, und deswegen wird das Thema, ja, der Revolution uns auch weiter begleiten. Insofern seid sehr herzlich eingeladen, JFD zu folgen und uns sozusagen hier auch die Treue zu gebieten. Für alle die schon lange bei uns sind, wissen es eh, just fair and direct ist nicht nur ein Slogan, sondern eben unser Motto, unsere Ethik, und darum geht's. Jetzt aber auf zur Action. Christoph, ich weiß nicht, wie viel Zeit du eingeplant hast. Wir haben rund 90 Minuten auf der Ampel stehen. Du hast vielleicht auch noch das ein oder andere Gimmick im Nachgang. Also dazu, wie gesagt, liebe Leute, wird sicherlich noch ein bisschen was auch kommen aus dem Nähkästchen von Christoph. Und insofern schaue ich mal, dass ich dir den Bildschirm gleich mal rüberwerfe, damit du Bescheid weißt. Nicht wundern, liebe Leute, jetzt müssten wir gerade mal den Bildschirm kurz mal entkoppeln. Ah, jetzt. Genau. So, sieht man jetzt meinen Bildschirm hier mit. Yes, mit der Webinar-Software. GoToWebinar ist zu sehen. Auch nochmal bitte in den Chat
kurz Feedback. Also Christoph Hürzer sowieso. Sehr sympathische Stimme übrigens an der Stelle. Soll ich dir mal rüberwerfen? Ja, also nett. Haben auch eine, vielen Dank. Eine große Damenfront, Christoph. Ich weiß nicht, wen du da noch eingeladen hast hier, aber deine Fans sind dir sicher. Jetzt müssen wir mal sehen. Bildton, okay. Danke, Roman. Also wie gesagt, auch vielen Dank an alle, die hier was geschrieben haben. Ton ist super. Piep, piep, genau, hallo, alles wunderbar. Und den Chat, liebe Leute, an der Stelle, nutzt ihn auch, um Fragen zu stellen. Also ich werde mich jetzt hier relativ zurücknehmen. Arnold, du siehst nichts von Christoph. Der Bildschirm müsste aber zu sehen sein. Ton okay, Bild okay. Also wir kriegen das Feedback, dass hier alles zu sehen ist. Ja, wunderbar. Vielleicht nochmal einen kleinen Delay, weil Christoph ist ja in den USA, müsst ihr wissen. Ne? Wir sind hier über See unterwegs und auch das war vor 20, 25 Jahren gar nicht vorstellbar. Aber hier ist praktisch, oder es gibt hier praktisch keine Limits, insofern ja umso besser. Also nutzt den Chat aber, um Fragen zu stellen. Ich sammle das so ein bisschen und werfe es dann mal in der Mitte oder am Ende ein. Ansonsten will ich den Redefluss von Christoph auch gar nicht stören mit irgendwelchen Einwürfen, wie beim Live-Trading manchmal. Und insofern würde ich mich jetzt ein Stück zurückziehen, Christoph. The show must go on. Die Bühne ist sozusagen dir. Und wie gesagt, ich würde, wenn es Fragen gibt, durchaus was einstreuen. Wie hättest du es gern? Gesammelt, wenn jetzt da was kommt, gerade zu einem aktuellen Punkt, zu einer Programmierung, oder würdest du es lieber zum Ende das ein oder andere aufarbeiten? Also machen wir es so. Ich hatte vorgesehen, dass wir 60 Minuten lang programmieren zusammen. Wow. Und dann vielleicht so 10 bis 15 Minuten Fragen- und Antwort-Session machen. Und am Ende gibt es dann auch noch den Link dazu, wo Sie dann das, was wir hier gemeinsam heute programmieren, auch ganz kostenfrei und unverbindlich runterladen können. Dann können Sie einerseits natürlich mitschreiben, mitcodieren, aber andererseits auch einfach, wenn mal was rausgeht und eben nicht eins zu eins kopierbar ist in dem Moment, dann ist auf jeden Fall im Nachhinein noch was da. Also es lohnt sich super, auf jeden Fall, bis zum Ende dabei zu bleiben. Meine Güte, das ist eine Message. Super. Also aber falls zwischendrin, ich würde mal sagen, falls zwischenreihen irgendwie du den Eindruck hast, Christian, dass der Faden irgendwie verloren ist und zu viele Fragen so, was ist denn jetzt los, was macht er denn jetzt, dann gib mir mal eben Rückmeldung, okay. Das wäre gut. Dann fahren wir genau so ab. Also, ja. Die Leute sind schon heiß. Aufgezeichnet wird's auch. In der Tat, die Frage wurde mir hier schon zweimal jetzt gestellt. Und genauso machen wir es. Rede, Antwort am Ende ist gut. Wie gesagt, wenn es jetzt nicht eskaliert im Chat, dann würde ich das auf jeden Fall nach hinten schieben. So bleibst du auch im Flow. Wir haben Rede und Antwort. Und ja, es wird eine Aufzeichnung geben. Dann würde ich mich mit dem Christoph auch nochmal kurz schließen, dass wir zu dem Link, den Link können wir in die E-Mail wahrscheinlich auch gleich einbauen. Dann machen wir direkt so einen Rundumschlag. Vor allen Dingen vielleicht auch für alle Teilnehmer, die es jetzt nicht geschafft haben und sich angemeldet haben, weil wir sind hier in einem guten dreistelligen Bereich unterwegs. Das ist wirklich schön. Also wir haben eine Halle gefüllt, so viel steht fest. Christoph, die Bühne ist wirklich dir und du sitzt hier nicht nur vor 20 Leuten, will ich mal mitgeben, also nicht nervös werden, aber die Halle ist wirklich groß gefüllt und alle die jetzt nicht dabei sein können, A, gibt es eine Aufzeichnung und B, wie gesagt, die tolle Idee von Christoph, dass es da auch noch den Link gibt. Alright, jetzt haben wir eine 10 Minuten schon verbraucht, the time is running. Dann würde ich sagen, viel Spaß, Christoph, viel Erfolg, euch allen auch die Ohren spitzen, nochmal einen Schluck Kaffee, Espresso trinken, denn wie gesagt, jetzt wird's spannend. Also, let's go. Legen wir los. Ja. Danke, Christian, nochmal. Nochmal danke an alle Sie, dass Sie dabei sind. Vorab kurz, weil wir programmieren, wir programmieren aus dem MT4 heraus, dem MetaTrader 4. Und was wir eben dazu brauchen, was Sie dazu brauchen, um aktiv teilzunehmen, ist ein Demokonto. Haben Sie wahrscheinlich alle schon. Falls nicht, können Sie hier auf diese Seite gehen, mindfulfx.de, JFD aktiv und direkt auf den Partnerlink hier von uns klicken. Ich zeige ja auch nochmal den Link, mindfulfx.de, JFD aktiv. Da ist einfach ein Link zur Demokontoeröffnung und alles gut. Soweit, so gut. Jetzt geht es darum, die große Überraschung war, was für ein Thema programmieren wir heute überhaupt. Über meinen Blog hatte ich Sie, insbesondere die Abonnenten meines Blogs und meines Newsletters, entscheiden lassen, was wir heute gemeinsam eben zu programmieren beginnen. Zuerst vor 2, 3 Wochen gab es eine offene Themenvorschlagsrunde und am letzten Freitag ging es in die heiße Stichwahl. Und schauen wir uns gleich mal an, was daraus geworden ist. Die heißesten Kandidaten waren Trading,
nach Ausbruchsstrategien. Zweierlei, einerseits der Donchian-Channel, nachdem ja auch die Turtle Traders im Prinzip berühmt geworden sind in Chicago, glaube ich, das war in den 80er oder 70er Jahren. Und dann gibt es den Open Range Breakout. Das ist heutzutage auch eine sehr, sehr beliebte Strategie, die ich in meinem EA-Programmierservice immer wieder sehe. Oder wollen Sie Trailing Stop inklusive einiger Variationen programmiert haben oder sehen, wie man das programmiert? Und ja, schauen wir hier mal. Voting is closed, also ist abgeschlossen. Es gab 28 Stimmenabgaben hier. Und jetzt schauen wir mal. Jetzt zeig mal der Gewinner. Wer ist der Gewinner? Show the winner. Also an dir ist der Moderator verloren gegangen. Bitte? An dir ist ja ein Moderator verloren gegangen. Meine Güte. Aber tolle Show. Jawohl. Aber das nächste Mal, Christoph, ganz kurz, ich muss mich, Entschuldigung, liebe Leute, nochmal einwerfen. Das ist ja eine sensationelle Sache mit der Umfrage. Können wir in Webinaren selbst auch machen? Würde ich aber sogar für alle, die jetzt hier dabei sind, ruhig mal unter dem YouTube-Video, was wir da dann hochladen, beziehungsweise an unserem Support dann auch schicken, wenn ihr da Bock drauf habt, würde ich sogar im Vorfeld unseres nächsten Events nochmal 2, 3, 4, 5 so eine Auswahl machen und an alle angemeldeten Teilnehmer einen Mailer rausschicken nach dem Motto, hier abstimmen. Ja, dass man dann nicht nur 28 hat, sondern wahrscheinlich 300, 400 Leute, wo dann eben ihre Stimme geben. Und dann haben wir einen schönen, sag ich mal, statistischen Mehrwert, um auch wirklich festzustellen, was abgeht. Aber Open Range Breakout, ich kenne jemanden, der ist hier und der hat schon drauf gewettert, dass du genau diese Strategie programmieren wirst. Insofern, das ist super. Ja, absolut. Cool. Ja, dann passt ja. Ich meine, offensichtlich sind einige Personen daran interessiert. Ich hoffe, dass die andere Präferenzen hatten, nicht allzu traurig sind. Wir lernen ja hier gemeinsam das Programmieren. Und wenn Sie so ein bisschen die Struktur dahinter verstehen lernen, dann können Sie es ja auch selber irgendwie umprogrammieren. Oder vielleicht in einer zukünftigen Session machen wir wieder sowas und dann programmieren wir Ihre Präferenz. Jetzt muss ich ganz kurz mal überlegen, wie wir vorgehen. Ich denke, so eine Open Range Breakout, können wir so drei größere Themen abdecken oder müssen wir sogar. Das eine ist eine Schleife, so ein Loop. Also komme ich dann dazu, was das bedeutet. Damit kann man sehr viel automatisieren eben und sehr bequem arbeiten. Man muss sich nur ein bisschen reindenken. Dann zeichnen wir am besten irgendwie ein Objekt ein, damit wir die Range grafisch sehen können im Chart und nachvollziehen können, was der EA eigentlich so berechnet hat. Ja, und dann brauchen wir die mathematischen Logiken, die man halt zur Signalerstellung und dann im Endeffekt die Trade-Generierung dann brauchen. Also, so gehen wir mal vor, gucken wir mal, wie weit wir kommen. Also, jetzt genau, ich lege noch wo ist mein Timer? 1 Stunde Programmiersession, los geht's. Also, wir haben hier unser MT4-Konto. Ich habe hier mal ein ganz frisches Demo-Konto eröffnet heute Morgen, damit wir hier von gleichen Voraussetzungen im Prinzip ausgehen können im Zweifelsfall. Also nagelneues Demokonto. Und hier gibt es diesen Button, diesen MetaQuotes Language Editor F4 Button. Wenn Sie den drücken, dann geht hier der Meta-Editor auf. Und bei Ihnen wird es vielleicht, falls Sie es noch nicht gemacht haben, einen kleinen Moment dauern. Ich hatte es vorher schon mal geladen, deswegen geht es ganz schnell. Und dann können Sie hier immer über diesen anderen Button hier, Trading Terminal aktivieren, wieder in den Trading Terminal wechseln. Oder einfach hier über die Taskleiste zwischen Meta Editor und dem Meta Trader wechseln. Wir brauchen beide Programme offen, um eben einfach zu sehen, was passiert. Und beginnen jetzt einmal hier ein neues Dokument zu erstellen. Und da gibt es hier diesen MQL4 Wizard. Wizard Englisch für Zauberer, Magiker, also ein Zauberer, der uns hilft, hier einen Expert Advisor zu programmieren. Das ist auch vorausgewählt. Klick mal weiter. Und jetzt können wir hier mal einen Namen vergeben. Dann nennen wir den mal JFD Open Range Breakout. Das können Sie dann so vergeben, wie Sie wollen. Das ist einfach nur ein Name. Ne? Der hat keinerlei Auswirkungen auf die Programmierung selbst. Christoph? Ja? Füll schon mal in aller Ruhe aus. Ich habe nur die Frage reinbekommen. Ich habe gerade im Chat auch den Link zum
Demo-Account reingestellt. Der ein oder andere wollte da noch parallel mitgehen. Fahr ruhig fort, ich sage, das Ausfüllen, das dürfte ja jeder soweit auf die Reihe kriegen. Mit dem Demo-Account, wie gesagt, unbegrenzt nutzbar, liebe Leute, wir haben ja kein Time-Limit, es sei denn, ihr nutzt den nicht länger als 30 Tage, dann geht er offline. Aber ansonsten könnt ihr so einen Demo-Account ja 10 Jahre lang benutzen, da drehen wir euch nicht den Saft ab oder zwingen euch einen Live-Account zu eröffnen. Deswegen an der Stelle das mal als Info im Chat zu sehen, der Demo-Account-Button. Das ist übrigens sehr, sehr top. Also das finde ich, das weiß ich sehr zu schätzen, weil das fällt halt einmal im Monat immer diese Anmeldung weg und das ist schon, das ist spitze. Danke dafür an dieser Stelle, an JFD. Genau, also dann machen wir hier weiter. Alles andere kann erstmal so bleiben, wie es ist. Gehen wir weiter und auf Fertigstellen. Machen wir mal einen Schnelldurchlauf, damit wir so viel wie möglich programmieren können. Und genau, jetzt kommt hier dieses, ja im Prinzip sieht es aus wie ein Word-Dokument, vielleicht eine ganz, ganz alte Word-Version. Also es ist so ein Editor, so ein Code-Editor hier an der Stelle, ist nichts anderes als ein Textverarbeitungsprogramm, das aber ein bisschen mehr kann, oder sagen wir mal, das andere Sachen kann und auch so ein bisschen Programmierhinweise gibt. Hier sieht man so schon so ein paar Farben sind, sieht man, das macht dieser Editor automatisch, dass wenn hier irgendwas Relevantes geschrieben wird in den Code, dass das eingefärbt wird entsprechend. Gehen wir ganz kurz durch, für diejenigen, die jetzt mit Code noch gar nichts zu tun hatten, was das alles soll. Also die ersten 5 Zeilen hier, die sind alle angeführt mit 2 Schrägstrichen. Jede Zeile, die mit 2 Schrägstrichen beginnt, ist ein reines Kommentar für Sie und mich, für den Programmierer, wird niemals, also egal was da steht, es hat keinerlei Auswirkungen auf das Programm selber. Also da können Sie reinschreiben, was Sie wollen. Das sehen Sie auch hier, was Sie hier vorausgefüllt hatten in dem Formular, wird hier einfach mit eingetragen und dann auch hier in diese Properties mit eingetragen. Das sind einfach, ja, ich sag mal, das sind Eigenschaften, die man geben kann. Die haben mit Ausnahme hier von Property Strict, also diese Versionsnummer, Link und Copyright, die haben eigentlich nichts damit zu tun, mit dem Programm selber. Das sind einfach Sachen, die man vergeben kann, ja, zum Schmuck sozusagen. Die sieht man nachher auch, also es hat eine kleine Auswirkung, aber nicht wie das Programm läuft, sondern nur wie man informiert den Programmnutzer, was das Programm vielleicht tut. So, dann haben wir hier die erste Funktion. Eine Funktion erkennen Sie immer daran, dass sie mit irgend sowas hier beginnt, mit Double oder Int oder Void. Und dann kommt der Funktionsname, Klammer auf, Klammer zu. Zwischen den Klammer auf, Klammer zu kann was stehen, muss aber nicht. Aber so kennen Sie, wenn Sie sowas sehen, dann wissen Sie immer gleich, das ist der Beginn einer Funktion. Und onInit ist die Funktion, die automatisch durchlaufen wird, wenn der EA gestartet wird. Also wenn Sie das allererste Mal den EA auf den Chart ziehen, dann laufen wir hier durch onInit durch. Auch übrigens, wenn Sie die Eingabevariablen verändern oder wenn Sie den Chart-Timeframe ändern, wird hier zuerst die onDInit durchlaufen, also es wird deinitialisiert und dann in der gedachten Millisekunde später wird dann wieder die onInit durchlaufen, eben zu Beginn, einmalig zu Beginn des EAs. Genau, die onDInit ist dann quasi das Gegenteil, die wird durchlaufen zum Ende des Programms selber, auch jeweils einmalig. Und was jetzt das Tolle ist an EAs, ist die onTick-Funktion, in der werden wir uns hauptsächlich, da werden wir hauptsächlich unsere Spielwiese drin finden. Das ist einfach die Funktion, die automatisch, das ist schon vorprogrammiert und alles, bei jedem Tick, den der Chart empfängt, auf dem der EA dann läuft, die wird dadurch laufen. Und dann da können wir dann diese Berechnung machen, dass halt die Ausbrüche erkannt werden, dass wir irgendwelche Berechnungen vornehmen. Und da legen wir jetzt gleich mal los. Sie sehen dann alles, was im Prinzip zu diesem Tick geschehen soll, ist dann hier in geschweiften Klammern
belegt. Also das alles, was jetzt hier zwischen geschweifte Klammer auf und geschweifte Klammer zu steht, all das wird von oben nach unten, von links nach rechts, Stück für Stück bei jedem Tick durchlaufen. So, ich zeige Ihnen gleich mal, wie das geht, damit Sie sehen, was das für Auswirkungen hat. Ich werde aber erstmal hier unter den Extras die Schrift ein bisschen größer machen, damit Sie kein Vergrößerungsglas brauchen hier am Bildschirm, um mir folgen zu können. Ist vielleicht ein bisschen einfacher auf dem Internetbildschirm, falls es sich mal irgendwie pixeliert darstellt aufgrund der Verbindung, dann sehen Sie es ein bisschen leichter. So, also on tick, wie gesagt, wird jedes Mal durchlaufen, wenn ein Tick empfangen wird. Und das zeige ich Ihnen jetzt hier gleich mal mit der ersten, mit der ersten kleinen Berechnung, die wir machen. Dann lassen wir uns gleich mal einfach einen Kommentar anzeigen. Dann nehmen wir die Comment-Funktion und sagen und definieren dann innerhalb dieser Klammern, können wir jetzt definieren einen Text, der als Kommentar im Chart links oben ausgegeben wird. Und da sagen wir mal hier, dass die Uhrzeit ausgegeben werden soll. Die aktuelle Uhrzeit, die Time Current, Klammer auf, Klammer zu. Und dann müssen wir noch die Klammer schließen von dem Comment, von der Comment-Funktion. Und dann ein Semikolon. Das Semikolon, das werden Sie noch hassen und werden es vielleicht auch noch lieben lernen. Das ist einfach das Ende eines Satzes sozusagen. Also es gibt eine Satzbaulogik in dieser Programmiersprache und mit Strichpunkt hört halt jeder Satz sozusagen auf. Und jetzt können wir es kompilieren. Kompilieren heißt, wir wandeln einfach den Code in Programmsprache um, in Einsen und Nullen sozusagen. Und das kann dann wirklich der MetaTrader 4 dann auch lesen. Jetzt haben wir den kompiliert. Sobald er kompiliert ist, finden wir dann diesen Experten, wie haben wir ihn genannt, JFD ORB, finden ihn hier im Navigator unter Experten und dann über Allgemein, da ist jetzt noch nichts im Prinzip zu machen. Lassen einmal Live-Trading mal aus. Und jetzt sollte hier bei jedem Tick, genau, jetzt sehen Sie hier bei jedem Tick wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt und zwar die Server-Uhrzeit. Sie sehen hier oft in der Marktübersicht die Server-Uhrzeit, die Uhrzeit des Servers von JFD, auf dem dieses Demokonto läuft. Ja, also 15, 24, 38, 39 und Sie sehen, das ist nicht immer ganz deckungsgleich, weil hier in der Marktübersicht werden ja viele, 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 wahrscheinlich alle, wie viel sind es, 3000 Symbole oder sowas reingespielt, eventuell, weiß ich nicht genau. Also von allen Symbolen, die hier gelistet sind, kommt da quasi auf jeden Fall jede Sekunde ein Tick rein, also zumindest in den Hauptzeiten. Und hier im Dollar-Yen ist halt nur ab und zu, vielleicht sind wir alle 2-3 Sekunden, zumindest in der aktuellen Marktphase, ein Tick da. Und deswegen hier nur, hier dauert es halt ein bisschen länger, bis das aktualisiert ist. So, und diese Time-Geschichte, also alles, was mit Time beginnt, das wird man auch noch weiterhin viel brauchen jetzt, weil jetzt müssen wir uns in einen Loop begeben, weil wir wollen ja jetzt wissen, also ein Open Range Breakout erstmal für alle, denen das nichts sagt. Also Open Range heißt einfach die Eröffnungsrange im Prinzip des Tages. Also sagen wir mal, wir nehmen die Range vielleicht zwischen, was ich viel sehe, ist vielleicht zwischen 8 und 9 Uhr. Das können Sie dann aber so machen, wie Sie wollen. Also wir würden hier auf dem Chart schauen, hier irgendwo, wo war der Höchstkurs zwischen 8 und 9 Uhr? Und wo war der Tiefstkurs zwischen 8 und 9 Uhr? Das bedingt dann eine Range, also eine Handelsspanne. Und wenn es aus dieser Range ausbricht, dann ist so der Gedanke, so läuft dann auch der Rest des Tages weiter. Und wir sehen es hier, wenn das hier der Höchstkurs war, dann ging es mal leicht drüber, ein Fehlausbruch und dann aber der Bruch nach unten, der hätte sich doch hier wunderbar heute gelohnt beim Dollar-Yen. Also
Range aus Open Range, also ja, Open Range Breakout heißt einfach der Ausbruch aus einer zeitlich vorgesetzten Range. Und weil es halt oftmals die Eröffnungsrange ist, zwischen 8 und 9 Uhr oder zwischen 5 und 7 Uhr oder sowas, ist es Open Range. Gut, dann um das zu berechnen, müssen wir jetzt gucken, was war, also der EA muss jetzt ermitteln, was war der Höchstkurs und der Tiefstkurs innerhalb dieser Uhrzeiten. Und da müssen wir jetzt erstmal einen Loop programmieren. Und was das Ganze auf sich hat, zeige ich Ihnen auch jetzt erstmal gleich. Und wir machen den sogenannten, also eine Schleife, ein Loop, heißt Deutsch Schleife, und gibt mehrere Schleifen, mehrere Loops hier, den ich gerne verwende und auch den ich gerne am Anfang Einsteigern beibringe, ist der For-Loop. Der ist ein bisschen, ich sag mal, mit dem ein bisschen einfacher umzugehen im Endeffekt, weil man weniger viel falsch machen kann. Also es kann, ja, das ist so viel jetzt nicht mehr. Also wenn wir For, und jetzt müssen wir im Prinzip, was wir jetzt hier innerhalb dieser Vorschleife machen, und sagen wir, die Logik sehen Sie hier, die ist wieder hier, also wenn wir hier geschweifte Klammern anführen, dann können wir hier den EA mehrere Sachen machen lassen bei jedem Durchlauf dieser Schleife. Und jetzt müssen wir ihm sagen, erstmal, also für eine Vorschleife, die definiert man erstmal mit einem mit Anfangswerten, also wir brauchen hier immer einen Zähler, also eine Schleife braucht immer einen Zähler, um zu wissen, wo sie gerade ist, und den Zähler nimmt man oftmals als I, also einfach den Buchstaben I, das ist relativ üblich in der Programmierwelt. Int ist ein Integer, also ist eine ganze Zahl. Ist klar, ein Zähler ist immer nur ganzzahlig, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Und deswegen können wir uns hier Speicherplatz sparen, indem wir eine ganzzahlige Variable namens i verwenden und diese auf 0 setzen. Hier erstmal zu Beginn dieser Vorschleife. Machen ein Semikolon, dann kommt der zweite Wert, der zweite Parameter, den wir dieser Vorschleife mitgeben. Das ist die Bedingung, wie lange diese Schleife durchlaufen werden soll. Und das machen wir jetzt mal, um als Beispiel zu sehen, so lange wie i kleiner 10 soll diese Schleife durchlaufen werden. Und am Ende jedes Schleifendurchlaufs, das ist jetzt der dritte Parameterbestandteil hinter dem Semikolon innerhalb dieser Klammern, ist, dass am Ende des Schleifendurchlaufs soll i um 1 hochgezählt werden. Plus plus heißt, ist einfach, ja, Kladderadatsch für um 1 hochzählen. Okay? So, also. Und was machen wir jetzt? Jetzt zeige ich Ihnen erstmal noch eine weitere Funktion. Eigentlich ist es eine Variable. Ne, wir machen es als Funktion. Die nennt sich iTime. I ist oftmals verwendet mit Zusammenhang mit Indikatoren, und das, ja, die Zeit ist ja, haben wir jetzt hier als sozusagen als ein Indikator, als eine Indikatorabrufsfunktion gelistet. Also iTime aus dem aktuellen Symbol, und das aktuelle Symbol ist hinterlegt in dieser Variable, die ist schon quasi vorgegeben in der MQL4 Programmiersprache. Ja, also wenn Sie Symbol abrufen und der EA läuft hier auf dem Dollar-Yen-Chart, dann wird abgerufen USD-JPY. Und damit kann dann diese iTime-Funktion sucht dann in einem im Dollar-Yen-Chart. Und jetzt machen wir Komma, rufen hier ab den Timeframe, also in welchem Chart-Timeframe sollen wir nach der Zeit schauen. Und dann nehmen wir mal den Period. Hier alle Timeframes, die im MT4 verfügbar sind, sind hier unter Period, Unterstrich und dann eben der Timeframe hinterlegt. Und da nehmen wir jetzt hier mal die M1 als
Ja, eben als Wert hier für den Parameter. Und jetzt müssen wir schauen, okay, jetzt müssen wir eins wissen. Jetzt brauchen wir den Shift, also den Versatz vom, ne, muss man noch nicht kompilieren, das hier wollte ich drücken, den Versatz, welche Kerze wir denn hier jetzt im M1-Chart von US-Dollar-Yen auslesen wollen. Und dazu ist jetzt wichtig zu wissen, muss man ein bisschen größer, die aktuell laufende Kerze. Das ist in der MT4-Logik die Kerze Nummer 0. Okay? Die erste abgeschlossene Kerze von rechts nach links gesehen, also die zuletzt abgeschlossene Kerze ist die Kerze Nummer 1. Die daneben, links daneben ist Kerze Nummer 2 und so weiter. Und da können wir uns jetzt eben hier in den ersten 10, sagen wir mal, ja, den 10 Durchläufen dieser Schleife, die immer die jeweils zu der Kerze Nummer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also das sind die aktuelle Kerze und die vorherigen 9 Kerzen, dann eben ausgeben lassen. 9, weil wenn wir hier nach dem 9. Durchlauf oder nachdem I 9 hat, wird es am Ende des Loops auf 10 hochgezählt. 10 ist nicht mehr kleiner als 10. Na, sondern ist gleich oder größer, ist gleich 10. Deswegen wird dann die Schleife beendet nach 10. So. Und das heißt, wir rufen jetzt eben jeweils die von den aktuellen 10 letzten Kerzen die Zeit ab. Und die lassen wir uns jetzt im Kommentar ausgeben. Und das geht immer ruckzuck. Super schnell. Und damit wir das überhaupt sehen im Chart, lassen wir den EA mal kurz schlafen gehen, jeweils für 500 Millisekunden, eine halbe Sekunde. Dann können wir sehen, wie der EA diese 10 letzten Kerzenzeiten ausgibt. So, kompilieren. Wir sehen hier keine Fehlermeldungen. Super. Dann schauen wir hier mal an, was er macht. Und jetzt sehen wir, hier fängt er schon an. 15:34 Uhr. Wo sind wir? Genau, das ist die letzte. 15:33 Uhr zeigt er jetzt an. Und er scheint ein bisschen länger zu schlafen als eine halbe Sekunde. Sei ihm gegönnt. Nee. Die Sleep-Funktion ist meiner Erfahrung nach auch immer so eher eine Annäherung als präzise. Sie sehen, jetzt geht es plötzlich wieder ein bisschen schneller. Aber Sie sehen, jetzt wird hier immer die jeweils letzte Uhrzeit abgebildet von diesen 10 letzten, von diesen 10 letzten Kerzen. Jetzt 15:25 Uhr. Jetzt haben Sie gesehen, jetzt sprang er wieder auf 15:34 Uhr zurück, was eben die aktuelle ist, weil er die 10 letzte Kerze schon gefunden hat. So, ich hoffe, damit ist mir erstmal das bisschen klar geworden, was eine Schleife ist. Also wir schleifen hier einfach von 0 bis 10, von der 0. Kerze bis zur 10. Kerze. Und diese I-Time-Geschichte, die Uhrzeit dieser M1-Periode im Chart, die brauchen wir. Die brauchen wir, um jetzt eben den Anfangszeitpunkt und den Endzeitpunkt dieser Range festzulegen und die dann im Chart zu finden. Und jetzt machen wir mal, jetzt gucken wir mal hier in diesem Chart, nehmen wir mal als erster Wert hier irgendwo 15 Uhr. Ja, es geht noch ein paar Ticken weiter, während wir hier wahrscheinlich arbeiten. Ich nehme mal einfach 15:18 Uhr. Und wie gesagt, wir sprechen hier, 15:18 Uhr ist eigentlich 16:18 Uhr nach deutscher Zeit. Wir sprechen hier immer über die Serverzeit, nicht die deutsche Uhrzeit. So, also 16, sagen wir mal 15:20 Uhr als Vorgabe. Das machen wir folgendermaßen. Also wir schauen jetzt mal nach Werten in der 15:20 Uhr Kerze. Das geben wir vor mit String, also eine Textvariable. String bedeutet Text auf Programmierenglisch und dann aufs Programmierdeutsch ist es eine Textvariable. Oder die meisten Leute werden wahrscheinlich Stringvariable dazu sagen. Also String machen wir Anfangszeit. So benennen wir jetzt mal diese Variable. Und jetzt, wenn wir es eine Stringvariable
definieren muss der Wert, den wir ergeben, in Anführungsstrichen geschrieben werden. Ja, also hier zwischen zwei Anführungsstrichen. Und da schreiben wir jetzt zum Beispiel mal rein, 15:20 haben wir gesagt. Und jetzt suchen wir mal, in welcher Kerze wir diese 15:20 finden. Also wir lassen den hier mal ein bisschen schneller durchlaufen mit i kleiner, also wir lassen ihn mal bis zu 100 Kerzen durchsuchen und gucken jetzt mal, wann diese Zeit, die er hier findet, mit der 15:20 Zeit gleich ist. Das brauchen wir nachher eben, um zu wissen, wie weit müssen wir zurückgehen in diesem Loop. Ja, also da schauen wir mal, da geben wir jetzt dieser iTime eben auch eine, also eine Stelle, die, warum ist jetzt Skype offen? Ist ja witzig. Okay, warum hier also wir müssen diese iTime-Variable, diese iTime-Abruf, statt sie im Comment auszugeben, geben wir hier mal einen, ja, auch eine Variable, die nennen wir mal Zeit und einen Variablen-Namen und machen dann diesen Abruf hier. Das nehme ich hier mal raus, dieser Abruf mit Steuerung X, schreibe ihn hier rein. Auch übrigens zur Info, also ob Sie jetzt hier Leerstellen reinmachen oder nicht, das ist reine Optik, das macht im dem Programm selber nichts aus. Also vergeben Sie mir, wenn ich bin es gewöhnt, ganz ohne oder viel ohne zu schreiben, aber ich will es ein bisschen übersichtlicher gestalten, falls ich es mal hier Leerstellen vergesse, vergeben Sie es mir bitte. Das ist einfach gern Gewohnheitssache. So, und jetzt laufen wir eben hier die Zeit, die iTime. Und jetzt müssen wir diese iTime, wir haben es ja vorher gesehen, die Time Current hier, die wird so ausgegeben als Jahr, Punkt, Monat, Punkt, Tag, dann Leerstelle, Stunde, Doppelpunkt, Minute, Doppelpunkt, Sekunden. Und wir müssen es jetzt so umrechnen, so eine dieser beiden Sachen, also das muss gleich 15 Doppelpunkt 20 sein. Und jetzt müssen wir diese Anfangszeit entsprechend in dieses Date-Time-Format ja, umwandeln. Und das machen wir folgendermaßen, indem wir hier Date-Time, Anfangszeit als Zeit, hier mal diese Anfangszeit als String. Und das, da gibt es eine eingebaute Funktion schon, eine im MT4 eingebaute Funktion. Die nennt sich String to, wo ist es? Time. Hier, String to Time. Also Umwandlung vom String nach Zeit. String. Ich bin ja doch ein Schwabe. Auch wenn man es nicht immer hört. Also dann, welche Zeit wandeln wir um? Und zwar diese Anfangszeit als String. Was hier in dieser Variable hinterlegt ist, wandeln wir in dieses andere Zahlenformat um. Und genau, und wenn hier 15:20 nur angegeben ist und kein Datum, dann wird automatisch das Datum des aktuellen Tages verwendet in dieser Funktion String to Time, wird das aktuelle Datum angenommen und eben, wenn hier keine Sekunden angegeben sind, wird eben die Sekunden gleich auf 0 gesetzt. So, und dann können wir uns hier auch gleich nochmal anzeigen lassen. Ich mache hier mal, das kommentiere ich aus, damit wir es, und den Sleep brauchen wir jetzt nicht mehr erstmal, damit wir hier die Anzeige auch sehen können. So, und jetzt lassen wir uns hier mal als Kommentar, um zu prüfen, es ist auch wichtig, immer wieder, gerade am Anfang, wenn Sie Programmieren beginnen, immer wieder sich, aber auch fortgeschritten, also ich brauche das auch immer wieder, weil Programmieren ist halt eine Sache und dann was von Effekte es ist, ist eine andere. Und das auch nach gut sieben Jahren Programmiererfahrung, ist einfach die Realität, da kommen wir nicht drum rum. Also lassen wir uns jetzt hier das Kommentar als Kommentar links oben diese umgewandelte 15:20 anzeigen und schauen, ob wir da alles richtig gemacht haben. Kompilieren. Wenn wir kompiliert haben, sehen wir,
Ja, was geht hier? So, und genau, jetzt sehen wir hier, es hat gerade beim letzten Tick von 15:34 ist es auf 15:20 gesprungen und das ist exakt das, was wir haben wollten. Also 2019, 04:09 und dann 15:20. Das ist Spitze. Ich zeige es nochmal als Effekt, wenn wir jetzt 15:22 verwenden wollten, dann müssen wir hier einfach diese Zeit verändern, kompilieren und dann rübergehen auf den nächsten Tick warten. Und jetzt sehen Sie, hier steht 15:22, weil das ist, was wir hier eben ausgegeben. Super. Also dann werden wir jetzt finden, werden wir diese Anfangszeit finden als Zeit. Und wenn diese Zeit, wir wollen diesen Loop im Prinzip so lange durchführen, wie diese Zeit, die wir hier abgerufen haben, bis diese Zeit der Anfangszeit gleicht. Ja, dieser, also wir machen das so, dann machen wir eine if-Abfrage, also wenn-dann-Abfrage, if Anfangszeit als Zeit ist gleich, und dann müssen wir jetzt, wenn wir in einer if-Abfrage sind und eben schauen, ist was gleich was anderem, müssen wir zwei ist-Gleiche machen. Ein ist-Gleich ist, wir belegen eine Variable mit einem Wert, zwei ist-Gleiche nebeneinander, ist Programmiersprache MQL4 für Abfrage, ob sich zwei Variablen oder zwei Werte gleichen. Also, if Anfangszeit ist gleich Zeit, Klammer zu, und jetzt müssen wir ihm sagen, was er da tun soll, wenn dies der Fall ist. Wieder die geschweiften Klammern, auf, geschweifte Klammer zu, dies, genau, und dann schauen wir hier, was wir da machen. Und wenn das so ist, dann lassen wir ihn hier uns wieder unser berühmtes Prüfkommentar sozusagen ausgeben. Comment soll er uns i ausgeben. Ja? Damit wir wissen, bei welchem, also wie viel Zeit, wie viel Kerzenversatz und wie viel Kerzenversatz es mal geht. Und das prüfen wir auch gleich mal, ob das stimmt. Jetzt machen wir das hier wieder raus. Und was wir dann auch wissen, machen müssen, im Prinzip um den Loop früher abzubrechen, weil sobald wir hier diese Zeit gefunden haben, dann brauchen wir ja nicht den Loop nicht mehr fortsetzen. Und das geht auch in mehreren, also es geht auch in mehreren Varianten. Das möchte ich hier mal kurz zwischen reinschieben. Sie können das so, es können es in wahrscheinlich 100 verschiedenen Varianten programmieren. Ich zeige Ihnen nur eine einzige von denen gerade, die halt, ich denke mal, aus Erklärsicht für insbesondere für Einsteiger in der Programmierwelt vielleicht ein bisschen leichter nachzuvollziehen ist als andere Ansätze. Aber da gibt es kein richtig und kein falsch. Oder sagen wir, es gibt falsch, aber es gibt viele, viele richtig, weil es einfach, es muss zum korrekten Resultat führen und damit hat sich's. So, also eine Möglichkeit, die wir hier machen können, ist hier, den Befehl break Semikolon zu geben. Break bezieht sich immer auf die Schleife, in der wir gerade uns befinden bricht diese im Prinzip ab. Also break, brechen, abbrechen im Prinzip. So. Trotz allem der Kommentar, das heißt, dann wird eben, egal wo wir mit dem i sind, diese Schleife abgebrochen und es wird nicht bis 100 noch weitergezählt. So, dann gucken wir mal, ob das alles passt. Wir kompilieren, gehen in den Code und jetzt sehen wir hier die Ansage 23. Also müsste 15:22 in der Kerze Nummer 23 sein. Zählen wir mal. Also wir können hier auch schön das Gitternetz hier Linie, die Gitternetzlinie sehen. Sie sehen hier, die allererste Ziffer ist im Prinzip der Kerzenversatz, der hier angezeigt wird. 23/3/111.093. Schauen wir mal nochmal. Jetzt steht 24, genau. Machen wir nochmal das Fadenkreuz. Also gehen wir 24 Kerzen zurück. 23, 24. Und diese Kerze hier, das müsste jetzt hoffentlich die 15:22 Kerze sein. Das schauen wir uns mal an. Das ist jetzt gut, dass wir gleich mal einen Fehler sehen. Das ist die 15:23 Kerze. Sehen wir noch mal kurz, ob das passt. Die 23.
24, ach, 24, ich war eins zu kurz. Wo ist 24? Ah, hier ist 24. Ah, ne, wo ist, jetzt, bisschen komisch. Wo ist 24? Das ist, ah, das geht mir zu schnell. Aber, ne, es scheint schon zu passen. Gehen wir mal nochmal 23. Hier, 24. Das ist die 15:22 Kerze. Genau, dann passt's doch. Also alles richtig gemacht. Sehr schön. Das ist jetzt wichtig. Also wir zählen im Prinzip nur zurück bis zu dieser Anfangszeit. Vorher müssen wir nicht, ja, müssen wir nicht zurückrechnen, weil ja brauchen wir halt nicht. Und jetzt machen wir eben nicht mehr, um das Ganze einmal sehr allgemein gültig zu machen, machen wir nicht mehr i kleiner 100, also dies, dass der Zähler bis i kleiner 100 läuft, sondern i kleiner Bars. Und Bars, fragen Sie mich nicht warum, eigentlich sind Bars, solche Sachen immer mit Klammer auf, Klammer zu versehen, aber Bars funktioniert auch ohne Klammer auf, Klammer zu, ist glaube ich die einzige eingebaute Funktion, die das tut. Fragen Sie mich nicht warum, ist so. Also Bars ist der Wert, ist die Anzahl der Kerzen, die in dem Chart verfügbar sind. Ja, könnten wir uns auch mal kurz ausgeben. Also comment Bars einfach, ne, so können Sie vorgehen, um einfach zu sehen, was ist hier los, was bedeuten diese Variablen und Funktionen überhaupt. Und Sie sehen hier, es sind in diesem M1-Chart 21.950 Kerzen verfügbar. Das ist schon eine schöne Historie, die da verfügbar ist. Auch dafür danke, JFD. Das ist eine gute, lange Historie erstmal für ein M1-Chart. So. Also jetzt, wir zählen zurück und schauen jetzt eben, jetzt gucken wir uns mal nach dem höchsten Kurs, suchen wir mal nach dem höchsten Kurs von, also eben seit 15:22 Uhr, was wir hier eben, ja, was wir hier eben programmiert haben. Oder was wir hier jetzt erstmal wissen wollen. Wir wollen eine Range ermitteln und ja, da brauchen wir eben den Höchstkurs und den Tiefstkurs. Definieren wir eine Variable erstmal, also das nennen wir da eine Double. Also eine Double-Variable ist eine Zahl mit Nachkommastellen. Die braucht mehr Speicherplatz als eine Integer-Variable. Ist wahrscheinlich nachvollziehbar, ne, weil hier nur ganze Zahlen gespeichert werden müssen. Das ist einfach, braucht einfach viel weniger Speicherplatz als eine Double. Deswegen, wann immer möglich, nehmen Sie eine Int und nehmen Sie Double immer nur dann, wenn Sie es auch wirklich brauchen. Genau. Ansonsten, und Nachkommastellen brauchen wir aber halt, wenn es um Kurse geht, ne? Also ist halt der Höchstkurs ist nicht 111 oder 110, sondern er ist 111,128 jetzt in dieser aktuellen M1-Kerze. So, also dann machen wir, nehmen wir mal Höchstkurs. Wir müssen ja achten, wir können hier nicht höchst schreiben, also im deutschen Alphabet, sondern wir müssen das internationale englische Alphabet verwenden. Nehmen wir mal Höchstkurs. Genau, den belegen wir mal erstmal als 0, weil den wissen wir ja noch nicht. Ja, also wir geben ihm erstmal die Variable, den Wert 0. Und jetzt gucken wir mal, also hier in dieser Schleife, jetzt durchlaufen wir ja immer jedes Mal, wenn ein Tick kommt, durchlaufen wir jetzt diese Schleife hier aktuell. Und das nutzen wir, das nutzen wir, indem wir jetzt schauen, jeweils nach dem Höchstkurs des aktuellen Kurse, ist aktuell der aktuellen Kerze, die eben gerade abgefragt wird. Und das geht ganz ähnlich wie diese iTime Funktion. Das ist sehr praktisch, weil wir jetzt hier einfach sagen, der Höchstkurs, also diese Variable Höchstkurs, die belegen wir, oder das machen wir so, nee, das machen wir erstmal hier eine neue Double, die wir abfragen. Und nennen diese High. Ja, weil ich mache es jetzt hier so alle Variablen, die wir mit der wir quasi temporär arbeiten, belege ich mal mit Kleinbuchstaben und alle, die so ein bisschen mehr bedeuten uns für die zukünftige Verwendung, fange ich mit Großbuchstaben an. Das ist einfach, sagen wir, eine Vorliebe, die ich jetzt Ihnen hier zeige. Die müssen Sie nicht übernehmen, können Sie so machen, wie Sie wollen. Also Klein- und Großbuchstaben sind zu vergeben, wie Sie es wollen. Aber wichtig zu wissen, also die Variable hoch mit Kleinbuchstaben und eine eventuell andere zweite Variable hoch mit einem Großbuchstaben, das sind zwei verschiedene Variablen.
Also ist auf jeden Fall hoch, ja, sensitiv nach großen Kleinschreibungen. Also hoch ist gleich. Und jetzt kommt hier eine ganz, ganz ähnliche Geschichte hier. Deswegen kopiere ich das hier einfach mal. Kopiere und füge es ein mit Steuerung C und Steuerung V. Statt I time nur, weil wir jetzt keine Zeit abfragen, fragen wir den I high ab. Also den Höchstkurs jeweils im Chart-Symbol der Periode M1 und dann eben des aktuellen Zählers, des aktuellen Durchlaufs dieses Zählers. I. So, und dann, genau. Das verwenden wir jetzt, diese hoch, und sagen, if hoch, diese Variable hoch, wenn die größer ist als der Höchstkurs, den wir bisher uns gemerkt haben, dann, und jetzt zeige ich Ihnen noch was Cooles, wir brauchen nicht unbedingt diese geschweiften Klammern, sondern wenn nur eine einzige Sache geschehen soll, wenn dieses Ding wahr ist, wenn dieser Ausdruck hier wahr ist, dann brauchen Sie diese geschweiften Klammern nicht. Also, wenn der Hoch über dem Höchstkurs ist, dann belegen wir die Variable Höchstkurs mit dem Wert hoch. Ja? Und im nächsten Durchlauf hat dann Höchstkurs den Wert des höchsten bislang festgestellten Kurses, oder des höchsten bislang festgestellten Höchstkurses. Jawohl. Und dann können wir eben, wenn diese Anfangszeit erreicht ist, können wir diesen Höchstkurs uns ausgeben lassen. Schauen wir mal, was der Höchstkurs ist seit, haben wir noch 15:22 Uhr auf dem Chart? Ja, das ist hier vorne irgendwo. Sehr gut. Kompilieren das. Und jetzt gehen wir hier, jetzt wird uns 111,152 angezeigt. Und offensichtlich ist das hier die höchste Kerze. Ganz klar. Die 15:36 Uhr Kerze. Und die hat als Höchstkurs 111,133. Oh, da funktioniert noch was nicht gut. Ah, nee, ich bin verrutscht. Beziehungsweise es hat eine neue Kerze bekommen. Nicht verrutscht. Also es passt. 111, heute verrutsche ich. M1 Charts, die laufen auch schneller, als ich denken kann. Deswegen, ich handle selber immer eigentlich eher auf H4 oder größer. Mein Lieblingschart ist wahrscheinlich der D1 Chart, also Tagescharts. Da komme ich einfach schneller mit. Also so, jetzt sehen Sie hier, ah, das ist doch klasse. Hier, 111,152 war hier der Höchstkurs. Jetzt wird uns aber 111,153 angezeigt. Warum? Weil wir hier gerade einen neuen Höchstkurs erreicht haben. Ja? Also, funktioniert das alles wunderbar. Wir finden den Höchstkurs. Analog machen wir das Ganze mit dem Tiefstkurs. Ich kopiere das runter. Tiefstkurs ist gleich 0 und dann brauchen wir, dann brauchen wir hier wieder eine Abfrage, das kopieren wir. Ich kopiere das einfach mal komplett runter. Ist immer ein bisschen, also Copy and Paste ist immer gefährlich, aber Sie passen bitte mit auf, dass ich alles richtig mache. Also, wir machen hier eine neue Variable tief. Na. Tief. Und das ist jetzt eben nicht mehr I high, sondern es ist I low. Aber alles andere kann gleich bleiben. Und wenn jetzt der Tief kleiner dem Tiefstkurs ist, dem Tiefstkurs mit großem T, wenn Tief kleiner Tiefstkurs ist, dann soll eben der Tiefstkurs sich gemerkt werden, der gerade eben hier vorherrscht. Und jetzt haben wir hier bloß ein kleines Problem. Tiefstkurs ist mit 0 belegt. Nicht mal Tiefstkurs ist kleiner 0. Ja? Das heißt, hier wird der Tiefstkurs niemals mit was anderem als 0 belegt werden, wenn wir es so lassen. Was wir also noch einfügen müssen, ist, dass wenn tief kleiner Tiefstkurs oder wird abgefragt mit zwei
senkrechten Strichen, die sind bei mir auf der Tastatur rechts, also ein bisschen links auf der Tastatur bei dem größer und kleiner Gleichzeichen und muss mit Alt-GR und eben dieser Taste abgerufen werden. Also Steuerung Alt oder Alt-GR, Tastenkombination mit dieser Taste. Und genau, also wenn tief kleiner Tiefskurs oder Tiefskurs noch ist gleich 0 ist, ja, dann soll Tiefskurs, die Variable Tiefskurs mit dem aktuellen Tief dieser Schleifenkerze belegt werden. So, und das lassen wir uns auch gleich mal anzeigen, Höchstkurs. Und dann lassen wir uns eben nicht nur den Höchstkurs, sondern auch den Tiefskurs anzeigen. Wir können hier verschiedene, ich zeige Ihnen das mal ohne diese Kommas erstmal, also mehrere Werte, Höchstkurs, Tiefskurs, anzeigen lassen. Was dann passiert, wenn wir es kompilieren und hier reingehen, dann sehen Sie, der Tiefskurs dürfte das hier sein. Genau, das ist 100, nee, ist noch ein bisschen tiefer gewesen hier vorher. Dann machen wir mal, damit wir es sehen können, machen wir hier mal 1530. Kompilieren. So, und sobald das dann einmal getickt hat, genau, jetzt hat es getickt, ist hier, das ist der Tiefskurs 111,101, das passt. Und jetzt sehen Sie, hier wird Höchstkurs 111,153 und dann gleich ohne irgendwelche Leerstellen dazwischen 111,101 angezeigt. Ist nicht ganz so hübsch. Und das können wir so lösen, wenn wir eben mehrere Sachen uns anzeigen lassen wollen, dass wir hier einen String, also einen Text dazwischen schieben. Und der ist einfach eine Leerstelle. Wenn wir einen Text zwischenschieben, müssen wir immer, wie oben schon erwähnt, hier ein Text muss immer in Anführungsstrichen stehen und hier in dem Fall steht eben eine Leerstelle zwischen diesen beiden Werten. Wenn wir es jetzt kompilieren, dann wird er uns beim nächsten Tick, na, jetzt, hoffentlich stürzt jetzt hier gar nichts ab. Keine Rückmeldung, das sieht nicht gut aus. War ich vielleicht ein bisschen übereifrig? Kurzen Schluck trinken hier. Ah, super. Also hat geklappt. Und genau, jetzt sehen wir, hier ist eine Leerstelle zwischen diesen beiden Zahlen. Super. Also das stimmt. Also wir kennen jetzt den Höchstkurs und den Tiefstkurs, aber jetzt wissen wir es ja immer nur von der aktuellen Zeit. Und also es ist ab der Anfangszeit bis zur aktuellen Zeit. Aber die Range soll ja irgendwann aufhören. Es ist Open Range Breaker. Die geht von 8 bis 9 Uhr, nicht von 8 Uhr bis jetzt. Ja, sondern deswegen müssen wir hier eben noch eine weitere, also eine Endzeit erstmal. Endzeit, das klingt so fatalistisch. Aber eben, Sie wissen, was gemeint ist. Also Endzeit als String ist gleich, und dann nehmen wir jetzt mal. Wo sind wir gerade hier? 15:59. Oh ja, da sind wir eine Dreiviertelstunde schon am Werken. Müssen wir ein bisschen Gas geben hier. Aber wir schaffen das noch. Die Range, wir sind ja mit der Range jetzt schon fast fertig und haben schon vieles gelernt. Also machen wir mal 15:30 bis 15:45 und wandeln das dann auch eben um. Wieder wie oben. Date, Time, die Endzeit anstelle als String, als Zeit. Und dann eben wieder String to Time. Und dann anstelle Anfangszeit als String kommt jetzt eben Endzeit als String. Klammer zu, Semikolon. Ja. Und jetzt soll er eben dieses ganze Gewerke hier, dieses Double hoch und so weiter, das soll er hier hoch größer, also die Belegung von Höchstkurs und Tiefskurs, die soll er eben nur machen, wenn er eine Kerze findet, die kleiner als, oder ja, deren Zeit kleiner als diese Zeit hier ist. Ja, so, weil aktuell sind der, dieser, der Höchstkurs hier von 15:54 Uhr. Das soll aber im Prinzip ab hier schauen, ab, sagen wir mal, hier ab der 15:45 Uhr Kerze. Und das ist eben ein anderer Höchstkurs als dieser hier. Das war bloß ein paar, ein oder zwei Punkte, sind, ja, ein Punkt aktuell bloß. Aber es ist ein Unterschied und es geht ja hier um das Prinzip dieses Unterschiedes. Also müssen wir hier wieder schauen, dass, und das ist jetzt relativ gleich, relativ easy,
brauchen jetzt diese Zeitvariable, brauchen wir jetzt am zu Beginn dieser Schleife, innerhalb dieser Schleife. Ja, es ist egal, wo die steht, jetzt erstmal für diesen Wert, weil zwischen hier und hier wird es ja nicht gebraucht. Aber wir brauchen sie jetzt, bevor wir hier diese Hoch-, Höchstkurs- und so weiter Geschichten, Vergleiche, Abgleiche machen. Also, die Zeit haben wir, die Zeit dieser aktuell durchlaufenden, im Loop durchlaufenden Kerze, der Zeitstempel, der wird jetzt verglichen. Und zwar machen wir jetzt das Ganze so, if die Zeit, die wir hier aktuell sehen, also fünf, sagen wir, es ist bei, ja, im Durchlauf Nummer 0 ist es 16.02 Uhr aktuell. Wenn 16.02 Uhr, wenn das kleiner ist, oder sagen wir mal kleiner gleich, diese Endzeit als Zeit, nur dann soll der Rest dieses Codes durch, dieses Schleifencodes durchlaufen werden. Wenn nicht, dann ja, wie machen wir das? Ja, machen wir es, genau, dann, also das hier kann weiter durchlaufen werden, da passiert da quasi nichts, aber diese Sachen, hoch, größer, Höchstkurs und tief, kleiner, Tiefskurs, das soll nicht geschehen. Ja, und das, ja, können wir es wieder auf verschiedene Art und Weisen machen. Ich zeige es Ihnen so, dann sehen wir hier gleich mal auch eine Und-Verknüpfung oder eine Verknüpfung mehrerer Ifs. Und das machen wir einfach so. Ich schneide diese Zeile hier aus, diese If-Zeile. So, und mach jetzt hier, machen wir so. Ich lasse hier drin und mache hier eine geschweifte Klammer rein. Und dann nur, wenn eben das erfüllt ist, soll, was ich jetzt hier innerhalb dieser geschweiften Klammern packe, hier, Sie sehen, wenn Sie die einmal markieren, dann wird die Partner Klammer dazu auch markiert. Das ist eine visuelle Hilfe, damit wir sehen, in welchen geschweiften Klammernpaar wir gerade sind. Dann, dann nur dann soll das hier alles durchlaufen werden. Ich verschiebe das nochmal einmal, damit es nach rechts rein, damit es einfach übersichtlich ist, damit wir hier wissen, dass alles passiert innerhalb dieser geschweiften Klammern. Und genau. So, und jetzt müssten wir eigentlich als Höchstkurs, ich kompiliere es mal noch nicht, als Höchstkurs müssen wir nicht mehr die 153 erhalten, sondern hier diese 152. Und als Tiefskurs ist es nicht mehr der hier, weil das ist schon 15.46 Uhr, sondern es ist hier der 15.42 Uhr. Als Tiefskurs müsste die 111.102 verfügbar sein. Also jeweils ein Punkt näher zusammen, der Höchst- und der Tiefskurs, als jetzt hier in der aktuellen Berechnung. Schauen wir mal, ob das schon so stimmt. Kompilieren es. Gehen rüber und siehe da, es passt. Das ist doch spitzenmäßig. So, dann sind wir eigentlich jetzt hier schon mal an dieser Stelle mit dem Thema Schleife und Loop durch. Das ist cool. Das freut mich, dass wir das geschafft haben. Aber das ist quasi das Kernstück der ORB-Strategie, die Erkennung dieser Range, die richtige Erkennung dieser Range. Und das sehen wir, das tut's jetzt schon. Genau, was wir jetzt haben wollen, noch zusätzlich, ist, sobald wir hier Höchstkurs und Tiefskurs haben, das machen wir jetzt als Abschluss. Wie viel Zeit haben wir noch? Was sagt der Timer? 9 Minuten 17 Sekunden. Müssten wir noch schaffen. Und zwar lassen wir uns einfach einzeichnen, diese Range grafisch als grafisches Objekt. Und das machen wir folgendermaßen. Hier das Comment können wir rausnehmen. Wir haben jetzt hier an dieser Stelle im Code, das brauchen wir nicht mehr. Das ist jetzt hier alles schon in der Schleife. Wir haben die Schleife durchlaufen und jetzt fügen wir hier noch ein paar Zeilen ein. Das ist die onTick-Funktion. Ich schreibe hier mal noch dazu Ende onTick, damit wir wissen, wo wir sind. Ende
Range-Erkennungs-Loop. So, genau. Und genau, jetzt wissen wir genau, wo wir sind im Code und lassen uns jetzt noch dieses Objekt einzeichnen. Und das geht, also in einfacher Basisvariante ist es relativ einfach. Wir verwenden einfach diese schon eingebaute Funktion Object Create. Also ein Objekt kreieren, ein Objekt erstellen. Und diese Funktion, Sie sehen hier, hat einige verschiedene Parameter, die wir ihr mitgeben müssen. Wir können hier zwischen Variante 1 und Variante 2 ja, wechseln. Wir nehmen die Variante 1. Wir sagen dem, nee, wir machen Variante 2. Genau, das ist ein bisschen einfacher. Die Variante 2 beginnt hier mit einem String-Name, also einem Text, wie wir dieses Objekt nennen. Und dieses Objekt nennen wir zum Beispiel, wie nennen wir es? Muss wieder in die Klammern gesetzt werden. Wir nennen es mal Open Range. Und dann setzen wir hier noch mit einem Plus dazu das Datum. Ja, damit wir wissen, an welchem Datum das war. Also machen wir Open Range und dann nehmen wir das Datum von heute. Das ist dann ein bisschen wie oben. Das ist dann nur umgekehrt Time to String. Und zwar die Time Current, ja, von der aktuellen Zeit. Und genau, und dann genau, und dann können wir hier nach dem Komma noch eingeben, in welchem Format wir das haben wollen. Und wir machen das nur als Time Date. Ja, also dass nur das Datum verwendet wird, nicht aber die Uhrzeit. Die Uhrzeit brauchen wir in diesem Fall nicht. So, also Object Create, dann nehmen wir das haben wir jetzt schon hier den Name. Das ist hier das String. Hier geht es ja mal hier in die nächste Zeile. Und schauen noch mal nach, wo waren wir? Jetzt brauchen wir den Objekttyp und das ist ganz einfach. Das ist Objekt, das ist hier auch hinterlegt mit Objekt Unterstrich. Zum Beispiel Rectangle ist Englisch für Rechteck, also eine Box. Dann gehen wir mit dem Komma zum nächsten im Window im Fenster Nummer 0. Ja, ich habe hier, oh, das habe ich hier gar nicht. So, im Fenster Nummer 0, das ist hat sich hier gerade, wir haben hier ein bisschen was aufgehangen. Ich schließe das nochmal kurz und starte das neu. Check. Was sind wir? GFD hier. So, jetzt hat er sich wieder gefangen. So, Komma. Also Objekttyp Hammer, wir sind hier in der Variante 2. Bin hier mit Pfeil nach unten, bin ich Pfeil nach unten, Pfeil nach oben, kann ich hier mit diesen zwischen den beiden Varianten der Object Create Funktion hin und her wechseln. Also Komma, Window 0, ach, hat er das immer noch. Na. Bin ich hier 0? Ja, aber. Schauen wir mal, hoffen wir mal, dass das funktioniert. Fenster Nummer 0 heißt einfach, also das 0 ist das Hauptfenster. Das Unterfenster hier, die Unterfenster werden von oben nach unten durchgezählt von 1, 2, 3, 4, 5, aber das Hauptchartfenster ist das Fenster Nummer 0. So, also Fenster Nummer 0. Dann was kommt jetzt? Die Uhrzeit Nummer 1, also ein Rechteck, da brauchen wir vier Definitionen, eben die vier Seitenlinien. Die Zeit Nummer 1 ist die Anfangszeit als Zeit, dann den Price, dann nehmen wir, da können wir jetzt egal, können wir den Höchstkurs oder den Tiefstkurs nehmen. Wir nehmen mal zuerst, nehmen wir von links unten nach rechts oben. Also machen wir den Tiefstkurs zuerst, dann kommt die zweite Zeit, das ist die Endzeit als Zeit und dann machen wir den Höchstkurs hier rein.
Und Zeit 3 und Preis 3 gibt es nicht in einem Rechteck, also können wir hier Klammer zumachen und mit Semikolon diesen Befehl, diese Funktion abschließen. Jetzt müssen wir bloß darauf achten, dass dieses Objekt, dieses Rechteck nur dann kreiert wird, wenn wir erstmal einerseits einen Höchstkurs haben, andererseits einen Tiefstkurs und wenn die Zeit größer, beziehungsweise wenn die aktuelle Zeit größer als die Endzeit ist. Ja? So, also die aktuelle Zeit, die müssen wir jetzt hier nochmal neu definieren. Ja, genau, machen wir. Ich kopiere das nochmal runter, damit ich es einfacher habe. Sage jetzt hier aktuelle Zeit oder aktueller Zeitstempel. Ne, nennen wir Stempel der aktuellen Kerze ist, der aktuellen M1-Kerze ist die 0. 0. Macht er das wieder? Okay, also der aktuelle Zeitstempel ist von der Kerze 0 im 1-Chart von diesem Symbol. Dann, genau, was brauchen wir noch? Also, ich glaube, damit hat sich's dann schon. Genau, also wenn, und jetzt können wir diese if-Abfrage machen. Also if, Klammer auf, wenn der aktuelle Zeitstempel größer ist als die Endzeit als Zeit und gleichzeitig, und das ist jetzt hier wichtig, Sie haben oben gesehen, oder wird mit zwei, mit zwei Vertikalstrichen abgefragt, eine Und-Verknüpfung wird mit zwei Und-Zeichen in der if-Abfrage programmiert. Das ist einfach so, müssen wir halt mal so akzeptieren. Also wenn der aktuelle Zeitstempel größer als die Endzeit als Zeit ist und gleichzeitig wir einen Höchstkurs haben, der größer als 0 ist und gleichzeitig wir einen Tiefstkurs haben, der größer als 0 ist, nur dann sollst du eben hier diese Object Create Funktion durchlaufen. Und die wird auch, genau, und damit wird dann dieses Rechteck gezeichnet. Gucken wir mal, ob das so funktioniert. Kompilieren wir. Was wir noch gefehlt haben, was noch gefehlt hat. Der aktuelle Zeitstempel hier, das ist ein undeclared identifier. Das heißt, also Identifier ist ein variablen Name, der ist noch nicht definiert. Das Programm weiß noch nicht, was für eine Variable ist das. Ist es eine Datetime oder ist es ein Integer oder ist es ein Double oder was ist es? Es ist eine Datetime-Variable. Ja, okay. Dann müsst ihr das im Prinzip haben. Wir kompilieren. Genau, keine Fehlermeldung mehr. Super. Gehen wir zurück. Und jetzt wird hier uns schon die Box eingezeichnet. Und wir hatten gesehen, also 15:30 bis 15:45. Genau, die fängt 15:30 an, hört mit der 15:45 Kerze auf. Also geht sie effektiv bis 15:45 und 59 Sekunden. Also im Prinzip sind es dann 16 Minuten statt nur 15 Minuten. Wenn wir wirklich nur diese Viertelstunde haben wollten, dann müsste man die eben nur bis 15:44 angeben. So, unser Zeitgeber ist abgelaufen. Wir sind schon eine Stunde am Programmieren. Ich denke, das ist ein guter Bruch hier. Also wir sehen, die Box ist eingezeichnet. Wir haben die Range ermittelt. Und ja, jetzt, Mann, oh Mann, das ging schnell, die 60 Minuten. Das ist immer wieder erstaunlich, wenn man im Tunnel ist. Ich habe hier jetzt eine 60 Minuten lang geklönt und hoffe, dass ich Sie nicht gelangweilt habe. Schauen wir mal, wie viele Leute noch da sind. Nein, 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 du hast uns keineswegs gelangweilt, Christoph, um Gottes Willen. Also live and ad hoc, ein Riesenrespekt an der Stelle. Ich meine, Live-Trading und auch Handel oder, sage ich mal, Slides abzulegen beziehungsweise Education zu machen, ist ja auch schon eine Herausforderung. Aber ich sage mal, Live-Programmieren ist ja nochmal ein anderes Thema, weil du jetzt eben auch gerade Minutenchart unterwegs und hier mit den Ticks am Start ja schon eine kleine Pressure-Komponente hast, wo du sagst, da musst du schon immer aufpassen, dass der Kurs nicht davon rennt. Und gerade wegen der Zählung und den Ticks etc., wobei man auch sagen muss,
Ticks werden bei uns auf jeden Fall im Millisekundentakt abgewickelt. Und da gab es übrigens auch noch eine Frage, ob man hier sozusagen die Zyklik festlegen kann, inwiefern, also nicht jeden Tick berücksichtigen, sondern jeden zehnten Tick sozusagen, dass man einen zyklischen Zeittakt abruft, wann praktisch eine entsprechende Synchronisation oder Abfrage erfolgen soll. Das war eines der ersten Fragen, als es um das Thema ging. In Sachen Tickets beziehungsweise Ticks. Und wie gesagt, also im Interbankenmarkt ist es tatsächlich so, dass die Millisekunden Ticks hier einlaufen. Ja. Je nachdem, wie du es abfragst an den Kerzen, beziehungsweise an den auf dem Chart sehen wir ja ohnehin immer nur den Bid. Ist ja auch so ein Thema. Den Ask-Preis sieht man ja an der Stelle gar nicht, es sei denn, man holt hier noch eine zusätzliche Linie rein. Aber das wäre eine Frage. Also wie gesagt, erstmal super Respekt, die Frage kurz verdauen lassen wegen der Zyklik, ob man das einbauen kann. Mhm. Und dann sind noch einige andere reingekommen. Hier waren auch eifrige entweder Mitprogrammierer beziehungsweise einige vom Thema, wo zum Beispiel etwas kam wie Date Time fehlt noch beim Zeitstempel, wurde hier so zum Beispiel vom Dirk eingestreut. Super. Genau, und dann wir brauchen noch zwei Objekte, es sei denn, wir verwenden ein Rectangle. Wahnsinn, also wie gesagt, Tiefskurs gleich Null ist falsch, wurde auch noch vom Edwin ergänzt. Genau, und ja, eine Frage. Auch gelöst, genau. Okay, und dann gibt es für Programmierung eine Buchempfehlung vom Christoph an der Stelle, wurde auch noch gefragt. Ja. Also ob du das hast, und ich denke, da ist MindfulFX sogar die fast noch bessere Anlaufstelle. Ansonsten live programmieren war echt cool. Wann geht's weiter? Super Vortrag. Also das Feedback, also wie gesagt, Christoph, wir hatten letztes Jahr genau denselben Mehrwert. Im Rahmen dessen würde ich sagen, wie gesagt, die Frage mit der Zyklik kannst du beantworten. Ansonsten blende doch nochmal den Code ein. Object Create ist mir nicht klar. Wurde auch noch gefragt. Ich habe keine Farbgebung für das Rechteck im Code bemerkt. Das wäre nochmal ein Thema. Ja. Gut. Auch ein Feedback von Maria. Sie kam irgendwann nicht mehr hinterher mit dem Schreiben. Also wie gesagt, in der Stunde, also A, hast du es live gemacht, E, in der Stunde jetzt so abgeliefert und zweifelsfrei, ich habe es ja auch mitverfolgt. Ich habe mal IT-Geschichten gelernt vor 20 Jahren, bin also nicht ganz so unbedarft, aber es war halt wirklich ein hohes Tempo, das ist ganz klar. Aber dafür, liebe Maria, gibt es ja auf jeden Fall den Link und sogar die Codierung bis dahin, wo der Christoph wahrscheinlich auch nochmal nachguckt, ob da alles so rund läuft. Das wäre eine Maßnahme. Also Zyklik willst du es gleich mal beantworten, weil hier sind noch ein paar andere Fragen drin, sodass wir nicht alles miteinander vermischen. Ja, genau, komme ich gerne dazu. Also erstmal bevor ich in die Fragen beantworten gehe, also ich habe mir die drei Sachen jetzt erstmal aufgeschrieben, komme ich gleich dazu, beantworte ich gleich. Das hier gemeinsam Programmierte können Sie dann nachher gleich auf meiner Website kostenfrei runterladen. Also wie gesagt, versprochen, absolut kostenfrei und auch unverbindlich. Das ist mein Geschenk für Sie, als dass Sie hier teilnehmen, dass Sie hier durchhalten. Es kommt am Ende der Link. Und es folgt auch noch ein kleines Bonbon, ein kleines Special, über den ich auch noch was dann sage am Ende. Nach der Fragerunde jetzt. Und da gehe ich jetzt gleich mal drauf ein. Der Zyklus, der Abrufzyklus zuerst, das ist möglich. Das geht mit dem sogenannten, also man kann entweder in die On-Tick-Funktion einen Zeitschalter einbauen, der halt alle 10 Sekunden aktualisiert wird sozusagen oder x Sekunden und dann der Rest des Codes nur dann durchlaufen wird, wenn eben 10 Sekunden schon mindestens vergangen sind. Es gibt auch statt der On-Tick-Funktion, die eingebaut ist, gibt es auch eine On-Timer-Funktion. Die muss man ein bisschen anders angehen, weil da braucht man dann noch eine Angabe in der On-Init und in der On-Deinit. Zusätzlich ein bisschen aufwendiger, aber mit der On-Timer-Funktion, das sieht man auch hier, das können Sie hier mal durchgehen und einfach mit dem Wizard einfach mal auf eine der Folgeseiten hier On Timer anklicken, dann sehen Sie, was da kommt. Dann wird die auch mit eingeblendet. Genau. Buchempfehlung.
Buchempfehlung, ja, habe ich eine auf der Webseite. Ich würde sagen, dass die schreibe ich in meine E-Mail mit rein, die Sie bekommen zusammen mit dem kostenlosen Code. Da schreibe ich mal die Buchempfehlung mit rein, beziehungsweise den Link zu dem Blog, wo ich die Buchempfehlung schon geschrieben habe. Anhand dieses Buches habe ich übrigens das MT4-Programmieren gelernt. Also es funktioniert. Also, Es ist allerdings auf Englisch. Also das Buch ist auf Englisch. Das ist vielleicht der einzige Nachteil. Aber ja, mein Gott. guter Punkt. Guter Punkt. Ja. Also ich würde sagen, gerade jetzt wegen Datenschutz und den ganzen DSGVO-Gedunst, ist es ja immer so ein Thema, wer wie wann anschreibt, da die Kunden sich da bei uns registriert haben, setzen wir auf jeden Ja. Fall ein Set zusammen. Also Sie bekommen auf jeden Fall alle, also A kam jetzt hier nochmal die Frage, ich glaube, der Günther ist nicht am Anfang dabei gewesen. Wir hatten auch ein Kommen und Gehen, aber der Raum ist nach wie vor prall gefüllt, da hat sich auch gar nichts geändert. Der eine Ja. oder andere ist nur vom Stuhl gefallen, als es dann zu kryptisch wurde wahrscheinlich. Da sind aber auch wieder 5 neue reingesprungen. Also wir haben wirklich hier also sehr gut das ganze Thema am Leben gehalten und wir werden es auch ohne Zweifel fortsetzen, beziehungsweise haben wir da eh noch so eine Idee hinten raus, wo der Christoph noch sagt, aber nochmal final, denn wir machen so eine gesammelte E-Mail fertig mit dem Link, wie Christoph gerade sagt, mit dem Aufzeichnen, mit Genau. der Buchempfehlung, Aufzeichnung vom Webinar. Also das wird abrennen, insofern keine Sorge, hier werdet ihr auf jeden Fall abgeholt in der Beziehung. Wenn Genau. du die Fragen ja notierst, du hast ja gerade noch mitnotiert, lass mich dich noch informieren über zwei Sachen. Ach ey, jetzt sind noch viel, viel mehr Fragen dazu gekommen. Fahr erstmal mit deinen drei Fragen zu, ich sortiere das gerade mal und werde es dir Okay, nochmal gesammelt genau. abliefern. Genau, machen wir es so. Also ich habe da noch die Farbgebung vom Objekt. Das ist eine Sache, das ist ein schöner, also das geht auch. Das ist in der Grundfunktion Object Create ist das nicht mit drin. Das muss man mit einem separaten Abruf machen, mit einem separaten Funktionsabruf. Das würde ich Ihnen gerne zeigen. Und das zeige ich Ihnen, und das ist mein kleines Bonbon. Ich habe, was ich zusammengestellt habe, wo ist es jetzt? Ist eine, ja, ein, im Prinzip ein Paket, damit Sie besonders viel hier mitnehmen können, werde ich drei weitere solcher Online-Live-Programmier-Sessions in den nächsten 3 Wochen anführen, nur zwischen Ihnen, die Sie das wollen, und mir. Und wir können diesen EA dann zusammen zu Ende programmieren. Also, und das kann ich dann leider nicht mehr umsonst anbieten, aber Sie kriegen dann auf jeden Fall also den Code in allen 4 Stadien, also jetzt Stadium 1 und dann jeweils die Stadien zum Ende dieser 3 Sessions. Die sind live, die werden aber auch aufgezeichnet. Ja, da können Sie dabei sein, können Sie Fragen stellen, können Sie mich direkt löchern, wenn Sie wollen, oder auch einfach nur passiv mit programmieren. Ganz liegt ganz an Ihnen. Und das Ganze, also in der Regel verkaufe ich solche Packages für mehrere 100 €, aber für Sie jetzt ganz speziell exklusiv als Webinarteilnehmer wird das für deutlich, deutlich unter 100 € verfügbar sein. Genau, also wie gesagt, 3 Live-Sessions, wo man diesen EA, diesen Open Range Breakout EA inklusive diesen Trading-Funktionen, eventuell Farbgebung des Objekts und vielleicht ob andere ja, Ansätze noch kommen jetzt hier in den Fragen, die nehmen wir da gerne noch mit rein. Sie kriegen dann die Aufzeichnung, damit Sie immer wieder also im Prinzip wie heute, ich erzähle viel, ich kommentiere beim Programmieren mit, es soll möglichst interaktiv sein. Also Sie können dann auch, machen wir vielleicht direktere Fragen, so nach jedem Programmierblock, nach jeder Zeile vielleicht auch oder ja, sowas in der Art. Genau, Sie kriegen dann den fertigen EA inklusive Code für deutlich unter 100 €. Den genauen Preis erzähle ich Ihnen dann in noch einer Info-E-Mail. Dazu, wie gesagt, Christian hat es schon erwähnt, es gilt Datenschutz. Das heißt, Sie müssen dazu mir im Prinzip Ihr Einverständnis geben, dass ich Ihnen solche Infos zulassen kommen kann. Ich habe hier die Webseite mindful.de/jfd-webinar-9410. Also das heutige Datum ohne Punkte erstellt. Und da ist dieses Formular. Da können Sie eben diesen Expert Advisor, so wie wir ihn heute
fertiggestellt haben, als Code kostenlos bestellen, per E-Mail zugesandt bekommen, hier einfach E-Mail an Adresse einfügen und genau, meine private E-Mail, jetzt haben Sie sie auch schön, auch wichtig, genau, und ist ja auch egal. Dann, genau, und dann hier einfach auf jetzt kostenlos bestellen klicken. Wenn Sie diese Box hier nicht klicken, kriegen Sie wirklich nur diesen EA von heute Code, vielleicht noch in der E-Mail schicke ich Ihnen dann die Buchempfehlung noch mit raus. Und das ist die einzige E-Mail, die Sie dann jemals kriegen werden, nachdem Sie Ihre E-Mail-Adresse hier bestätigt haben. Ansonsten, wenn Sie Infos zu diesem Special-Paket haben wollen, wo wir diesen EA zu Ende programmieren, den Sie dann wirklich mitgestalten können, sozusagen, weil Sie dann live auch mit im Webinar mit drin sind, das machen wir so als Videokonferenz, Telefonkonferenz online, dann klicken Sie hier auf Ja in diesem Formular und klicken dann erst auf jetzt kostenlos bestellen. Das verpflichtet Sie zu nichts, aber dann kriegen Sie eben diese Infos zu dem Programmierschulungspaket über die nächsten 3, 4 Wochen wird es dann stattfinden. Genau, das ist das. Ich blende hier nochmal eben den Link ein, das ist der hier. Dann sieht man es nochmal groß. Da können Sie sich dann eben jetzt eintragen für den Download des EAs. Den lade ich dann nachher hoch. Also den kriegen Sie jetzt nicht direkt, weil ich muss ihn ja auch noch auf der Plattform hinterlegen. Aber in ein paar Stunden spätestens heute Abend, im Laufe des Abends, geht die E-Mail dann noch raus. Christian, weitere Fragen? Das andere ist alles schon sehr programmiertechnisch. Ich habe ja auch einen Code, den lasse ich dir nochmal separat zukommen, wo so ein Gegenvorschlag in Sachen der Programmierung kam. Um den Farbcode ging es auch nochmal. Es ging auch zum Beispiel darum, wie man dann jetzt die Ticketgröße einstellt, die Ordergröße. Das wären sozusagen ja alles dann die nächsten Schritte am Ende des Tages, genau. Wo man dann sagt, man spezifiziert noch im Detail. Und ich sag mal, genau, wie du es hier gemacht hast, ist korrekt. Ich werde auch einen kleinen Haftungsausschluss auch nochmal nachschießen, wenn ich mir da meinen Bildschirm dann reinziehe, weil jeder von euch weiß ja, man handelt auf eigenes Risiko und E war es eine Demo-Umgebung und B nur eine Beispielgebung, wie man hier vorgehen kann. Und so muss man es auch verstehen. Hier wird ja keiner zum Handeln gezwungen, auch keiner gezwungen, sozusagen das alles da entsprechend anfordern zu müssen. Aber auch für die, die jetzt ein bisschen verwirrt waren hinten raus, wir werden das, wie gesagt, auch nochmal in einer kleinen E-Mail an alle Teilnehmer, Schrägstrich auch an alle registrierten Teilnehmer sozusagen verschicken, damit auch die jetzt hier live nicht dabei waren, sozusagen abgeholt werden. Das werden wir von unserer Seite aus machen. Und natürlich ist es so, dass du das hier kostenfrei Lebenszeit zur Verfügung gestellt hast, hier auch deinen Content uns da oder an deinem Content hast teilwerden lassen. Das ist natürlich eine Riesennummer, wo man einfach sagen muss, selbstverständlich ist sowas heutzutage gar nicht und auch meinen höchsten Respekt vor der Live-Geschichte, weil man wirklich sagen muss, wenn mal der Metatrader einfriert oder mal das Internet ein bisschen hängt oder eben dies und dann eben die Zeile plötzlich, wie war das jetzt mit 23 oder 4 Perioden, das ist einfach großes Tennis, also insofern meinen größten Respekt und wir fahren da auf jeden Fall genauso ab, dass wir hier das nochmals wiederholen werden für frei, aber hinten raus natürlich du mit deiner Dienstleistung auch irgendwo Supporte kommen musst und eben auch da dein Know-how natürlich nicht einfach so rausgibst frei nach dem Motto, jeder kann hier alles abholen und bekommen, weil Qualität hat ja auch ihren Preis. Und ich denke, was du schon gesagt hast als Angebot, definitiv ein Riesenthema, ein Riesenentgegenkommen. Und da schließt sich natürlich auch der Kreis zu JFD, wo man sagt, okay, ihr braucht natürlich dann auch einen entsprechenden Account über Mindful-JFD, damit ihr das Ganze auch nutzen könnt. Und dann haben alle letztlich was davon, wo man einfach sagt, hier ziehen wir an einem Strang. Und ihr wisst, wir bei JFD wollen erfolgreiche Händler und wenn das mit einer Algo-Unterstützung besser klappt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch vor vielen Jahren da gewisse Add-ons selber programmieren lassen und ja, das ist eine riesen Erleichterung, auch wenn es nur halbautomatisiert ist, das hilft im Trading ungemein, ja, das fängt auch bei unseren Mini-Terminals an, wo man die Positionsgröße automatisch berechnet, das habe ich früher alles mit einer Excel-Tabelle noch manuell gemacht, unglaublich, aber das muss man alles nicht mehr, das heißt, natürlich im 21. Jahrhundert kann man da schon ein bisschen mehr Gas geben.
Und das sollte man auch entsprechend nutzen. Also, Thema Programmierung, wie gesagt, Christoph, es kommt definitiv gut an. Das wussten wir auch letztes Jahr im, ich meine, es war der Oktober, genau, wussten wir das Ja, ich schon. glaube. Genau, wir haben gesagt, wir setzen das dieses Jahr fort. Jetzt haben wir das mit einem Monat Delay gemacht. Und ich würde auch definitiv sagen, das wird nicht das letzte Webinar dieser Art sein, zumal auch an der Stelle erwähnt sei, dass wir natürlich bei JFD auch ein Live-Event hier in Deutschland mit dem Christoph hier und da durchführen. Da ist es auch durchaus zweckdienlich, dass ihr euch beim Christoph in dem Newsletter registriert, weil da weißt du dann eh immer drauf hin und bietest dann auch entsprechende Kurse an, sei es nahe Stuttgart, sei es nahe Hannover, aber dass man da einfach eben auch weiß, hey, was läuft da ab, beziehungsweise wo findet man denn dann die Möglichkeiten, da sozusagen mit einzutauchen, nicht wahr? Genau, richtig. Genau. Und das ist ein Riesenthema. Also, Andreas schreibt, tja, der Oktober, das war der Startschuss für mich. Seitdem bin ich auch dabei in Sachen Programmierung. Siehst du, du hast ja auch hier den einen oder anderen Super. da noch mit hingeführt. Also es ist ja wirklich sensationell. Jetzt ziehe ich mal kurz den Bildschirm nochmal rüber und trage der einfachheitshalber auch nochmal den Haftungsausschluss hier mal nochmal schön zur Potte, ja, damit wir auch Ja, eben bitte. gerecht werden. Das muss natürlich auch sein. Wie gesagt, Marketinginformationen, ihr wisst das, da braucht man nicht zu viel drauf rumeiern, aber es ist eben ein rechtliches Must-Have. Und somit haben wir hier dem allen Dienste getan. Wie gesagt, die anderen Fragen sehr speziell. Ich meine, das würde zu weit führen und auch zu tief gehen. Ich hoffe, wie gesagt, wir konnten hier bei jedem, der dabei war, den Virus wecken, sich hier programmiertechnisch auch durchaus damit zu befassen und in Sachen Buchempfehlungen, weitere Infomails. Ihr habt die E-Mail-Adresse gesehen, beziehungsweise die Website vom Christoph. Und wie gesagt, im Nachgang lassen wir uns da nochmal eine gesammelte Mail einfallen. Das heißt, schaut's da morgen Nachmittag, weil das Video muss auch erstmal komprimiert werden oder dekodiert werden, dann hochgeladen werden, dann brauchen wir den Content, den wir euch da per E-Mail mitteilen und da lassen wir uns ein schönes Paket einfallen, so dass jeder abgeholt wird und auch nochmal die Infos kriegt, die wir jetzt hier hinten raus geblasen haben. Wie gesagt, noch Fragen und Anregungen, liebe Leute, nutzt den Chat auf jeden Fall für das nächste Live-Event, einfach mal um die Brücke zu bauen, bis der ein oder andere da in die Tasten haut, würde ich auf jeden Fall vorab auch nochmal so eine Umfrage starten wollen, Christoph, ein Riesenthema, das wusste ich jetzt erst auch kurzerhand, dass du sowas gestartet hast, das können wir definitiv so im Vorfeld des nächsten Live-Events ruhig mal mit 2, 3 Wochen Vorlauf immer mal wieder auf den Social Medias oder überhaupt ein Stück weit transportieren, woran habt ihr Interesse, 3, 4 Auswahlthemen und da kriegen wir sicherlich noch ein größeres Publikum als ohnehin schon hier in das Webinar rein, Schrägstrich dann auch sehr schön gezielt. Im Fragen-Kontext in dem Chat war auch zu lesen, dass der ein oder andere sich gern den Trailing-Stop gewünscht hätte. Also auch sehr spannend, aber der Preis ist an die Open Range Breakout gegangen, weil das auch etwas ist, was man bei den Indizes anwenden kann, eben auch bei verschiedenen Währungspaaren immer schön nutzen kann. Das ist auch ein sehr beliebtes Tool. Insofern, ja, der Sieger war heute definiert und wie es weitergeht, da reden wir definitiv das nächste Mal drüber. Alright, Limit, ja genau, also die Limitierung sogar geht bis 1000 an der Stelle, beziehungsweise es gibt auch Citrix-Zugänge, die gehen bis 3000, also wenn wir das mal schaffen, Christoph, dass wir den Limit-Zugang von Citrix sprengen im vierstelligen Rahmen, das wäre schon großes Tennis. Okay, aber arbeiten wir dran. Da müssen wir wirklich noch dran arbeiten, das braucht sicherlich noch ein bisschen Zeit, aber am Ende des Tages freue ich mich auf jeden Fall, dass du dabei warst, würde auch jedem Teilnehmer jetzt an der Stelle sagen, vielen Dank oder möchte für eben Teilnehmer danken, dass ihr das durchgehalten habt. Programmierung ist recht trocken, aber ich glaube, der Christoph hat das in seiner Art, in seiner charmanten und auch in seiner Lifetime-Art hier auf jeden Fall sehr, sehr gut rübergebracht. Da gibt es überhaupt kein Leid zu klagen. Und insofern freue ich mich da auf jeden Fall, dass du am Start warst und dass du uns auch wieder beehren wirst in Kürze. Wie gesagt, wir haben eine Partnerschaft und das wird sich, Schrägstrich, soll sich auch weiter ausbauen. Und allen anderen sei gesagt, schaut auf unsere Website, Just Fair and Direct, das ist unser Motto und insofern prüft natürlich immer, mit wem ihr handelt und wenn jetzt kein anderer noch einen Highlight, Abschlusspunkt oder Fragestellung hat, also Feedback ist durch die Wand, durch hätte ich jetzt fast gesagt, durch die Bank durch, positiv, also wirklich Christoph kann ich nur zurückgeben, dass das hier herzlich durch die JFD Bank, durch die JFD Bank, ja, du hast, genau. Hast die Eselsbrücke erkannt, du Fuchs, yeah. Da ist er wieder, der Programmierer. Aber wie gesagt, vielen Dank, schönen Abend, herzlichen Dank, super Webinar, klasse, wann kommt das nächste, tolle Erfahrung, Interesse geweckt, herzlichen Dank, also wirklich finde ich super, super Idee der Wiederholung, auch, dass du das sozusagen dann nochmal vergünstigt anbietest, ein Riesenthema, großer Dank an der Stelle,
Also wirklich ganz, ganz toll. Was will man mehr? Am Ende des Tages wirklich die Leute abgeholt. Ich habe mich gefreut, dass wir deine Zeit nutzen durften, dass du auch wieder Spaß hattest. Wie gesagt, Leben in der Lage, wie man so schön sagt, das ein oder andere Einfrieren, Schrägstrich die ein oder andere verpasste Periode oder nochmal abgezählte, das macht es ja gerade lebendig. Das ist ja auch gut, dass wir im Genau. Prinzip in Sachen künstlicher Intelligenz hier noch nicht so weit sind. Und da hatte ich übrigens auch neulich einen sehr, sehr interessanten Vortrag, dass das gar nicht so, also wir müssen damit leben, ja, also im 21. Jahrhundert wird da viel noch kommen, aber so schnell, wie auch die automatisierten Geschichten da vorangehen, wird es dann doch nicht gehen, weil auch wenn man künstliche Intelligenz sicherlich lebt oder Machine Learning ein Riesenthema ist, also um das menschliche Gehirn dann sozusagen zu duplizieren oder auch, sage ich mal, eine künstliche Intelligenz auf dem Niveau zu schaffen, da vergehen schon durchaus noch mehr als ein paar Jahrzehnte. Das muss man ganz klar sagen. Aber die Computer werden uns zur Seite stehen, tun sie ja ohnehin schon seit über 20 Jahren und die machen auch den Handel durchaus einfacher, gerade wie Christoph uns das heute zeigt, der Riesentennis. Also, wenn ich mir hier noch einen Bart jetzt in die Lippe quatsche, dann würde ich sagen, müssen wir jetzt mal zur Potte kommen. Christoph, schönen Feierabend in die USA. Du hast jetzt Mittagszeit wahrscheinlich irgendwas in der Richtung, ne? Genau, ja. Ich bin 6 Stunden hinter Deutschland her. So sieht's Schöne aus. Grüße in die Zukunft. Da hätten wir auch das Thema der künstlichen Intelligenz und der weltumspannenden Vernetzung. Genauso ist das. Schöne Grüße auch hier sozusagen an dich nach Übersee. Lass es dir mit deinem Frauchen schmecken. Habt eine gute Zeit. Wir tauschen uns kurzhand heute noch, / morgen im Weiteren aus, wie wir konkret die E-Mail aufsetzen. Und insofern tausend Dank dir, Christoph. Tausend Dank den Zuschauern. Und damit gehe ich gleich mit Christoph offline und wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. An der Stelle, happy trading und auf bald. Tschüss, Dankeschön.